und willkommen zu Patricks Vlog. Wie ich schon angekündigt habe, heute Abend wollen Alex und ich in den neuen Warcraft-Film gehen. Alex? Hallo. Okay, so, also haben wir gedacht, wir machen das so ein bisschen wie Stoned Gremlin, also kennt vielleicht jemand, vielleicht aber auch nicht, egal. Die machen, also der Typ macht nachher, nachdem man einen Film angeschaut hat, nachher in einem Auto sitzt, immer eine Review des Films und spricht drüber. Und wir machen jetzt, während wir im Auto sitzen und zum Kino hinfahren, mache ich die Anmoderation quasi und dann schauen wir uns den Film an und danach sprechen wir über den Film und wenn man lachen danach, war der Film okay. So, also das Thema World of Warcraft. Ich habe ja so meine Probleme gelegentlich mit Trailern. Der Trailer zu World of Warcraft, den fand ich interessant, spannend. Heißt aber nur Warcraft, nichts World of Warcraft. Danke für die Korrektur, weil da kann ich gleich noch auf das Thema kommen. Ich habe von World of oder ohne und Kraft und War keine Warcraft Ahnung. Warcraft heißt der Film. Bullshit. The Beginning. In the Beginning. Keine Ahnung. So, also vielleicht ist es noch viel einfacher so. Dann haben wir auch mal schöne Frauen und nicht nur immer diese alten hässlichen langhaarigen Säcke. Ich kann nicht so rüber gucken, ich will ein Auto fahren. Das ist der. Okay. So, also wir haben hier ein Team aus jemandem, der sich mit Kraft war irgendwas. Mit World of Warcraft auskennt. Das ist übrigens rot, du musst bremsen. Ja, ich weiß. Gibt es eigentlich Gesetze gegen das Vloggen während der Fahrt? Ich glaube, nur Handys sind verboten. Ne? Egal. Du fährst doch gar nicht. Ich fahre. Auch wieder wahr. So, also das Co-Vloggen während der Fahrt ist in Deutschland noch nicht untersagt. So, also es ist so, ich habe in Sachen World of Warcraft überhaupt keine Erfahrungen. Ich habe bei Alex einmal kurz gespielt, hat mich nicht geteased, gekickt und ich habe es gelassen. Meine Online-Rollenspielerfahrung ist präsent. Ich habe einen Account bei dem Realm of Magic in Bremen, rom.mat.de, sag aber nicht welcher. Und ich habe da lange Zeit damit verbracht, meine Jugend, also als ich so alt war, ungefähr wie ihr, nämlich 21, habe ich lange Zeit auf der Uni im Rechenzentrum und dann auch über mein 14.4 Modem an meinem Commodore PC 10.3 daheim habe ich verbracht die Nächte im Realm of Magic. Das war ein textbasiertes MUD, also Multi-User-Dungeon, quasi gewissermaßen für die Leute an den Empfangsgeräten da draußen, die nur WhatsApp kennen. Das ist so der Vorgänger von eurem World of Warcraft. So, aber ich habe Online-Rollenspiel-Erfahrung und ich oute mich, ich habe bei Elvis im Pool ein Haus gehabt. Okay, außerdem Nethmurtha, also wer das Realm of Magic noch kennt, Nethmurtha. Und mein Lieblingsplatz im Realm of Magic war der Demon Space. Ganz üble Gegend, ja. Demon Space sagt schon alles, weil Demon, ne? So, also, und das war's. World of Warcraft bei mir null. Das heißt, ich gehe in den Film hinein und habe keine Planung, was mich erwartet, außer Orks und irgend so einer komischen Halb-Ork-Bitch. Und ja. Und wie ich Alex schon gesagt habe, solange die Bitch nicht 3 Meter groß ist und man eine Leiter aus dem Hornbach braucht, um ihre Pussy zu lecken, also wie bei Avatar, ist eigentlich alles okay, kann ruhig grün sein. Mit dem richtigen Deo geht alles. So, und ja, Alex, wie ist denn dein Background zu World of Warcraft? Naja, ich bin ja leidenschaftlicher Zocker schon seit 11 Jahren. Ja, ich weiß halt nicht, ich lasse mich mal überraschen, was ich so im Trailer gesehen habe, war eigentlich ganz nett. Ich kann leider nicht so in die Kamera reingucken. Du musst nicht in die Kamera gucken. Ich wollte es schon mal erwähnt haben. Bullshit, dann guck auf die Straße, die Kamera guckt in dich. Ja, ja, ich bin mal gespannt. Also, ich habe schon ganz viele gute Meinungen darüber gehört aus der WoW, aus dem WoW-Forum und so. Und ich bin mal gespannt. Ich freue mich drauf. Deine Erwartungen an den Film. Woran machst du es denn jetzt fest, ob es ein guter Film ist oder ein schlechter Film? Das kann ich dir so pauschal nicht sagen. Das kann ich dir vielleicht dann sagen, wenn ich ihn gesehen habe. Es gibt für mich nichts, wo ich jetzt sage, oh, ich erwarte das und das. Ich weiß halt nicht. Ich gehe da, lass mich überraschen. Meine Erwartungshaltung ist eigentlich einfach umschrieben. Ich erwarte nichts Besonderes. Ich habe gehört, die CGI soll so recht gut sein und man soll bereits in den ersten Minuten mit einem CGI-Gesicht konfrontiert werden, das einen vergessen lässt, dass wir über CGI reden. Und ja, rechts. Von daher, ich bin jetzt mal nicht abgeneigt und ja. Ich habe keine Erwartungen, außer es wird Popcorn-Kino.
Das ist jetzt nicht wirklich schwer, nicht zu erfüllen. Leider. Jo, boom. Und wir wollen ja demnächst auch noch in Alice in Wunderland. Also ich will da rein und ich schleppe ihn mit. Dann machst du die Review. Nein! Okay, so. Links runter. So, also wir nähern uns langsam unserem Zielkino und holen unsere reservierten Karten ab. Und ob der Film uns gefallen hat, das erfahrt wir. Das erfahrt ihr, wenn wir es überleben. Und zwar, genau jetzt! So, okay, jetzt kommt die, wie versprochen, die Review zu Warcraft. Und wie lief's? Also ich fand den richtig gut. Mir hat er gut gefallen. Okay, mir auch. Also im Gegensatz zu diesem Ghostbusters-Trailer, der von vornherein schon versprochen hat, dass es scheiße wird, hat der Warcraft-Trailer zumindest mal nichts Falsches versprochen. Man kriegt das, gell? Ne? Ja, nee, da war wirklich gut. Ja. Der Trailer hat also das versprochen, was man bekommen hat. Und okay, vielleicht mal so als einleitende Kritik oder Hilfestellung. Warum gehst du ins Kino und ziehst dir es nicht aus dem Internet? Weil es schöner ist. Große Leinwand, die Atmosphäre ist ganz anders. Die Sitze sind zerfetzt, ich meine, das haben wir daheim nicht, ne? Ja, das vielleicht nicht, aber es war halt schon toll. Nee, ich meine, also, der Punkt ist der, wenn ich daheim einen Film gucken kann, dann kann ich ihn daheim gucken und dann habe ich halt katzenzerfetzte Sitze und ich kann mir an den Kühlschrank, falls ich einen habe, holen gehen, worauf ich Bock habe. Und das kostet dann mit Sicherheit keine 10 Euro. Wenn ich ins Kino gehe, erwarte ich zumindest mal, dass die Sitze nicht zerfetzt sind. Alex, war dein Sitz zerfetzt? Nein, wie kommst du denn da drauf? Ja, doch, das hat ausgefallen, als wäre da, keine Ahnung, eine Dampfwalze drüber gefahren. Es wären da unsere Katzen amok gelaufen. Jetzt hätten wir Katzenhorden gewissermaßen. Aber die war total aufgeschlitzt, ich weiß ja auch nicht. Okay, also sorry, so funktioniert das nicht. Punkt nächstens, ich finde 3D zum Kotzen, zum einen wegen der Brille und zum anderen, weil es halt nicht so der Burner ist. Warum? Ich hätte bei dem Film echt kein 3D gebraucht. Also echt nicht. Vor allen Dingen ist es so anstrengend und die ganze blöde Brille und dann ist der Film dunkler und dann ist noch so viel Unschärfen dabei. Weißt du, ich habe, also manchmal frage ich mich, ob ich dann Super 8 Film schaue. Also hat jetzt nichts mit dem Film an sich zu tun, inhaltlich gesehen, sondern einfach nur so, ich finde die Sache kacke mit dem 3D. Warum? Lasst es doch einfach. Inhaltlich vielleicht mal so. Erzähl mal was dazu, wie fandst du es inhaltlich, weil ich habe ja von WoW keine Ahnung. Also, was soll ich dazu sagen? Also, hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Oh, scheiße. Es ging halt um... Voll Nicht-Gangster, ich trinke einen Spudel. Ja, okay. Es ging halt so um die Öffnung des dunklen Portals. Von Horde-Seite und von der Allianz-Seite aus. Und naja. Mhm. Was soll ich dazu sagen? Es werden ganz viele World of Warcraft nicht kennen, also... Ja, deswegen, keine Ahnung, ich auch nicht. Ja, und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Guckt euch den Film an, ich finde ihn klasse. Ja. Also, es gab eine Sache, die hat mir nicht gefallen, wie nachher, also wirklich erst gegen Schluss, wo der Portalwächter entsorgt wurde. Ich fand die Figur dieses Nachwuchsmagiers auch ein bisschen schwach, leider. Und auch die Geschichte, dass aus einem Ausgestoßenen, der irgendwie seine Ausbildung nicht fertig gemacht hat, der ausgestoßen ist, aber dann doch irgendwie jedes Mal in den innersten Zirkeln. Außerdem ist es nicht besonders glaubwürdig gewesen, dass eine Ork-Kombatantin, wie sagen wir das jetzt, praktisch eine Halb-Ork-Kombatantin direkt in den inneren Zirkel zum König vordringt und dort dann Vertrauen findet. Das war ja auch, sie war doch selber eine Gefangene. Mit der Begründung hättest du eine Menge ISIS-Kämpfer auch bei Barack Obama in der Leibgarde mitkämpfen lassen können. Okay, das war alles ein bisschen blöd. Aber CGI-Effekte waren wirklich so, dass man nicht drüber nachgedacht hat, dass da CGI läuft. Ich glaube, es gab eine Szene im Film, da gab es nur den kleinen Mini-Ork als CGI. Und ansonsten war das wirklich die einzige Szene, die in echt gelaufen ist. Das war ist ja zum Schluss halt über den Fluss. Ja, ja. Genau. Und
eine Geschichte war auch nur eine Szene, wo wenig CGI drin war. Da habe ich mich auch kurz gefragt, wie viel sie dann tatsächlich von den Masken tatsächlich in CGI abgebildet haben, weil als die Mutti den Orki in den Fluss reingesetzt hat, da hat das auch so ausgesehen, als ob das jetzt nicht CGI wäre, sondern dass die gesamten Props im Gesicht echt wären. Mhm. Fand ich schon. Ja, also, Film hat eigentlich nichts falsch gemacht. Fanservice, damit die WoW spielt, hat sich drin wohlgefühlt. Also ich habe sogar wirklich sehr vieles da drin halt wiedererkannt. Mhm. Also ich wusste halt, ja, wo ich mich so befinde oder wo der Film so halt gerade spielt. Mhm. Gut, und ich habe es ja nicht gekannt, das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich habe auch ein bisschen Bedenken gehabt, dass es ein bisschen zu sehr wissen, wie der Herr der Ringe ist. Nö. War es überhaupt nicht, gar nicht. Sie haben zum Schluss einen Cliffhanger gemacht, so Übergang, dass der kleine Ork dann der große Ork wird und der König ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu der vertrauensgewonnenen Halborkin, die jetzt die Führerin wahrscheinlich der Stämme sein wird, keine Ahnung. ja, also da hat man auch Vorbereitung für den nächsten Teil und hervorragend. Das gab man einen Film im Kino zu sehen, den man sich halt anschauen können. Ja, war laut. Ja, das war extrem. Also ich habe echt zwischendurch gedacht, dreht die Lautstärke ein bisschen runter. Ja, aber das Sounddesign war gut. Also das hat mir gefallen. Das ist richtig. Ja, Sounddesign war in Ordnung. Grafisch, visuell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe früher mit Begeisterung die Blizzard-Trailer zu dem World of Warcraft mir runtergeladen. Also wirklich ganz früh, noch so in den 2000ern rum. Mhm. Als das Runterladen von 30 MB noch die Leitung übelst belastet hat. Also die haben mir immer gut gefallen. Das Spiel hat mich nie interessiert, aber eben diese Trailer. Und ich habe dann auch so, meine Mindesterwartung war so gewesen, dass ich den Film, also ich bekomme einen Trailer. Also einen guten Trailer. Das war so meine Mindesterwartung an den Film. Und die wird bei weitem übererfüllt. Also das war kein Trailer, guter Trailer, das war einfach nur gut. Ja, ehrlich, man kann Sachen richtig machen. Irre, Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf. Ich meine, gut, das war jetzt natürlich nicht der Film, den man vielleicht noch in 20 Jahren feiern wird. Aber es war ein Film, den man am Wochenende sich reinziehen konnte. Und er war gut. Ach so, zum Publikum noch. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend, lustig. Altersschnitt vom Publikum? Was schätzt du? Keine Ahnung, 15, 16, 17-Jährigen, das weiß ich nicht, 50, 60. Ja, also es waren ein paar Leute in meinem Alter da, lol. Ach, du bist 60, du Ei. Ja, es gab zwei, drei fette Konsolen-Kiddies. Das meine ich jetzt wirklich so, wie ich es gesagt habe. Sie waren fett und sie sahen aus wie Konsolen-Kiddies. Und dann waren noch Leute, die waren älter als ich. Aber das Durchschnittsalter war so 25 bis 30. Also offensichtlich, ich weiß nicht, ob sich das jetzt ein bisschen negativ auf die Verkaufszahlen, Eintrittszahlen auswirken wird, weil das Kino war halt jetzt wirklich nicht leer. Ich würde mal so sagen, zwei Drittel voll, drei Viertel. Ja. Aber Fanservice für die WoW-Leute. Die Leute waren genau in dem Alter, die jetzt seit 10 Jahren spielen. Ja. Oder mal gespielt haben, ne? Kommt hin, ja. Ja, kommt hin. Und da sehe ich halt ein bisschen das Problem. Es waren. Ah, genau. Spannend. So um dich uns rum haben wir halt so auch so das Gespräch gehört. Ja, ich habe ja WoW noch nie gespielt, ne? Die Leute haben sich das dann auch reingezogen. Also, das fand ich auch cool. Aber ich fand, das man war jetzt. Du WoW nicht gespielt haben. Nee. Es war halt nur, ich habe schon das Gefühl gehabt, das war wirklich so ein Film für die Konsolenspieler oder auch so für die Gamer halt gedacht. Und es waren auch sehr, sehr viele Gamer da. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Film so direkt die normalen Leute anspricht. Ich finde, er könnte es aber. Also ich habe definitiv schon ein schlechteres Popcorn-Kino gesehen. Also wenn ich so sehe, was halt sonst so läuft, fand ich den halt, auch wenn ich jetzt kein Konsolenkind wäre oder bin, oder kein WoW-Spieler, hätte ich den auch so geguckt. Also, ja. Ich würde mir den auch nochmal angucken.
gut. Also ich fand es nett, einmal zu schauen, vielleicht nochmal auf DVD oder Blu-ray oder auf VHS. Ja, VHS wohl eher weniger. Naja, weiß, vielleicht kriegt ja irgendjemand eine DVD oder so und wir können es dann auf eine VHS runterkopieren, so für die Oldschool-Leute hier. Das muss nämlich sein. Ja, auf jeden Fall, cool. Reingehen kann man. Guckt euch mal nochmal einen Trailer an, wenn es rums und kracht und ihr steht auf barbarische Schlachten. Seid auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Die Leute, die gerne etwas imposante Magie sehen wollen, sind mit Sicherheit auch nicht zu kurz gekommen. Also ich bin ja eher so der Schwarzmagier. Und fand's auch cool. Also ich habe schon Angst gehabt, dass die Magie scheiße aussieht. Zum Beispiel so wie in Ghostbusters oder so. Nö, mir hat's gut gefallen, so wie es gemacht war. Ja. Vor allen Dingen so mal so locker aus dem Arm, mal so ein Fireball irgendwo hingeschmissen. Ne? So. Ja. Pump. Aber das ist wie im Spiel, ewige Vorbereitung. Okay, okay. Ja. Ja, weil die Magie, wenn du jetzt zum Beispiel diese Dungeons & Dragons Realverfilmungen dir angeschaut hast, war die Magie ja eigentlich eher so für die Peinlichen, ja, für die. Und da war cool, war richtig geil. Da hättest du echt Bock gehabt, Magier zu spielen. Auf jeden Fall. Kannst du dir mal angucken. Nee, lass mal. Wenn es dafür keine Atari 2600 Version gibt, muss ich leider passen. Nein, das nicht. Das kannst du leider nur über PC spielen. Ja, lol. Ich bin schon ausgelastet mit den Müll vom guten Zeug auf Steam zu trennen. So, also ja, also auf jeden Fall Empfehlung, kann man sich reinziehen. Man hat nicht unbedingt was verpasst, aber man geht auch, finde ich, nicht raus, dass man sagt, steht in die Scheißkarre. Man geht auch nicht raus, dass man sagt, okay, Geld verschwendet. Aber doch, war wieder sauteuer. Wahnsinn. Ja, aber die Kinos sollten vielleicht ein bisschen dran arbeiten, dass, wenn sie einem eine Alternative zum Heimkino bieten wollen, die Location im Zustand ist, die nicht so aussieht, als ob man da irgendwie ein paar Orks durchgeschickt hätte. Oder? Was? Naja, die sollten halt darauf achten, dass das Kino nicht so aussieht, als ob man ein paar Orks durchgeschickt hätte. So hat es aber auch nicht ausgesehen. Naja, das Sessel sah so aus. Gut, also mal ein Live-Kino-Review auf Patricks Vlog. Ist nicht zu. Ja, scheiß Kamera. Obwohl, nee, löbliches 80er-Jahre-Auto. Nur noch. Weißt du, keine Ahnung haben, ne? Aber mit meinem Auto mitfahren wollen. Ja, ich habe auch ein cooles 80er-Jahre-Auto daheim stehen. Das ist ein 90er. Ich glaube, es ist ein 90er. An deinem ist andauernd was dran, an meinem nicht. Ja, der Lack ab. So, also cooler Kinoabend, netter Film. Hat mich auf jeden Fall für die traumatischen Beschäftigungen mit dem zum Thema Ghostbusters ein bisschen entschädigt. Wir haben übrigens noch einen coolen Film auf der Agenda. Das ist als nächstes Alice im Wunderland, hinter den Spiegeln, also der zweite Teil. Ich muss zugeben, mir hat der erste Teil von Alice im Wunderland sehr gut gefallen. Cool. Er war ein bisschen eigenwillig, aber vom Tim Burton war man immer eigenwillige Filme gewöhnt. Und da, ja, das geht. Der erste Alice im Wunderland hat im Wesentlichen ja vom ganzen CGI-Kram gelebt, also das war ja komplett synthetisch. Und jetzt vorne geradeaus links. Ich kann noch nicht durchfahren. Oh, noch? Das ist neu. Dann nach rechts. So, mich würde echt interessieren, ob das jetzt mit dem hinter den Spiegeln nochmal eine Latte hochlegt. Weil ich kann es mir vorstellen, insbesondere auch, weil jetzt hier gerade der Warcraft-Film schon mal gut vorgelegt hat. Also das ist gewissermaßen das Wochenende des CGIs. Da hat mir der Vorspann auch schon ganz gut gefallen. Den habe ich gar nicht gesehen. Das heißt, ich bin da völlig unbedarft und echt gespannt. Aber wie gesagt, Alice im Wunderland Teil 1 hat mir saugut gefallen. Ich klopfe noch links. Ja, genau. Kann ich den überhaupt Rally in der City. Ich kenne mich hier nicht aus. Ja, ist ja nur Saarbrücken, ne? So, also bis zum nächsten Mal. Vielleicht mit einem Review zu Alice im Wunderland.
auf Patricks Vlog. Tschüss. Ciao.